Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich euch heute wieder seinen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns hier in Cortia spielen können und diesmal hat es nichts mit einer random Drop Chance zu tun, sondern wir haben andere random Faktoren und die werden wir uns jetzt mal kurz angucken. Um was für ein Mount handelt es sich? Und zwar haben wir hier im Lager einen NPC und dem läuft sein Pferd weg, beziehungsweise so ein Einhorn. Und dieses Einhorn schimpft sich Miley die Wanderin. Und dieses müssen wir insgesamt 6-mal finden. Wir können es pro Tag 1-mal finden und quasi dann 1-mal beruhigen. Und wenn wir das 6-mal gemacht haben, dann bekommen wir quasi dieses Mount, wenn wir mit dem NPC hier im Lager sprechen. Ich bin hier auf den Koordinaten 60, 21 in Corsia und der NPC, den wir hier haben, ist Winzglocke. Das Pferd läuft aber nicht jeden Tag weg. Wie funktioniert das Ganze, dass wir sehen können, ob es weggelaufen ist oder ob es nicht weggelaufen ist? Wenn das Pferd hier steht, ist es nicht weggelaufen und dementsprechend können wir es auch nicht finden und beruhigen. Sollte klar sein. Wenn es hier nicht ist, dann sollte normalerweise das Pferd weggelaufen sein und wir können es dann dementsprechend finden, beruhigen und wenn wir es 6-mal gemacht haben, kriegen wir dann das Mount. Jetzt ist aber die Problematik, dass das ein bisschen verbuggt ist. Und selbst wenn das Pferd hier nicht steht, kann es sein, dass wir es an dem Tag nicht finden können. Eigentlich ist es so, dass es bei jedem Spieler an dem gleichen Spot steht, aber dann buggt es irgendwie komisch rum und die einen können es an dem Tag looten, die anderen können es an dem Tag nicht looten. Also Blizzard hat auch schon anscheinend einen Hotfix für aufgespielt und gesagt, da hat was nicht so ganz funktioniert. Es klappt immer noch nicht so hundertprozentig, also sucht einfach jeden Tag und hofft, dass ihr es kriegt. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt die Spots einmal ab. Und zwar der erste Spot, den wir uns anschauen, der befindet sich hier oben. Da muss man dann so ein bisschen außenrum hüpfeln, hier hoch. Und dann haben wir hier oben den ersten Spot. Und zwar hier. Und das ist auf den Koordinaten 59, 15. Dann würde ich sagen, laufen wir rüber zum zweiten Spot. Ich habe mir sagen lassen, dass es heute da ist. Dementsprechend müsste ich heute eigentlich mein 6. Mal quasi haben, um es zu beruhigen und das Mount eintüten, aber das werden wir uns dann gleich anschauen, würde ich sagen. So, dann gehen wir zum nächsten Spot und zwar hier runter. Das ist auf den Koordinaten 50, 22. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich hier diese Punkte auf der Map habe, beziehungsweise was das am Anfang für ein Symbol war, wo das dran gestanden ist, das ist ein Addon, das schimpft sich Handy Notes und Handy Notes Shadowlands. Also der nächste Spot, der ist hier zwischen diesen Knochen und zwar hier oben drauf. Hier seht ihr schon, da ist sie tatsächlich auch. Da müssen wir nämlich einmal dann hier rumgurken. Zack, 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 zack. Und dann können wir sie hier streichen. Da habe ich sie tatsächlich noch nie gefunden. Das Shadow melden wir jetzt mal weg. So, da la. Streicheln wir, beziehungsweise beruhigen sie einmal. Das ist so ein bisschen dieselbe Animation. Gut, jetzt tanzt sie so ein bisschen, wie ihr seht, und ist glücklich. Mein Addon hat es auch quasi hier den NPC gefunden. Ich glaube, das ist NPC-Scan, was da aufgepoppt ist. Ich habe da verschiedenste Addons drauf, deswegen weiß ich immer gar nicht, welches was macht. Aber das eine, das ist euch die hier das auf der Karte anzeigt, beziehungsweise dann die Position, das ist quasi Handy Notes und Handy Note Shadowlands. Jetzt tun wir mal die abgehakten Sachen nochmal anzeigen, dass wir hier die Spots sehen, sonst werden die nicht angezeigt, das ist ein bisschen blöd. Übrigens, wenn ihr hier einmal mit einem Linksklick draufklickt, ne, dann bleiben die Sachen fest da. Das habe ich am Anfang auch nicht gecheckt, weil sonst leuchten sie nur auf, wenn man drüber fährt. So bleiben sie fest da. Jetzt schauen wir uns die anderen Spots noch an und dann kann ich hoffentlich am Ende mir meinen Mount holen, wenn das gut läuft. Der nächste Spot ist dann hier oben auf den Koordinaten 43, 31. Und da müssen wir ein bisschen nach oben laufen. Und zwar können wir nämlich hier einmal hoch. Darauf, hier rum und dann hier oben, ne? Also wenn ihr hier oben seid, da kann sie dann quasi stehen. Den nächsten Spot, den wir haben, der ist schon zum Übergang nach, nach dem Schlund. Und zwar ist das hier unten, hier. Das ist dann bei den Koordinaten 41, 27. Dann haben wir den nächsten Spot da hinten. Da habe ich erst gedacht, dass es oben ist, tatsächlich ist das hier unten und zwar Moment. Nee, ich glaube, der war oben, beziehungsweise ich habe auch sie schon mal hier unten drin gefunden. Ich glaube, da ist gar nicht der,
der Spot drin. Das andere war, glaube ich, doch oben. Da habe ich mir jetzt getäuscht. Müssen wir einmal nach oben. Oder war da unten der Pilz drin, der invasive? Bin jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, da unten habe ich auch mal den Pilz gefunden. Das war dann, glaube ich, gar nicht das Einhorn. Da habe ich dann nämlich ewig versucht reinzukommen und hat dann ein bisschen rumgespackt. So, der nächste Spot müsste tatsächlich doch oben sein und nicht unten. Und zwar hier, ich glaube, auf der Mittelplattform hier. Und zwar ist das auf den Koordinaten 38, 31. Dann gehen wir da hinten mal ein bisschen weiter. Ihr könnt auch übrigens einmal im Tool gucken. Da sind dann oft auch Gruppen drin, die genau so heißen wie das Pferd, also Miley. Und dann wird euch meistens schon gezeigt, wo es an dem Tag ist. Wie gesagt, das ist bei allen tatsächlich gleich. Hier auf dem Spot ist es ein bisschen tricky. Hier war es, glaube ich, auf der Kette. Und zwar nicht hier unten, wo wir jetzt sind, sondern wir müssen einmal dann hier hoch. Und dort haben wir ja diese Kette, die hochführt, die man übrigens auch für teilweise andere Rares brauchen kann. Da ist es ja dann auch so, dass man hier quasi dann mit dem Goblin-Gleiter auch hier auf die anderen Plattformen rüberkommt, sollte man da die Kampagne noch nicht weit genug haben. Genau, das ist hier oben auf der Kette, ne? Also jetzt hier auf den Koordinaten 35, 46. Und ja, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Spots da hinten. Also ihr seht schon, das sind einige Spots. Ihr werdet nie alle brauchen, weil wie gesagt, ihr müsst sie nur 6-mal finden. Und wenn ihr das erledigt habt, dann ist eigentlich tatsächlich da auch schon gut mit. Genau, dann haben wir nochmal einen Spot, der sich über der Höhle befindet. Und zwar müssen wir da einmal hoch und dann hier oben drauf müsste sie sein. Da habe ich sie tatsächlich noch nie gefunden. Aber die müsste hier hoch und dann dort oben, da weiß ich jetzt gar nicht genau. Müsste man wahrscheinlich dann gucken, dass man vielleicht mit dem Goblin-Gleiter über die Kette hochkommt. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen festgebackt. So, dala. Eventuell kommt man über das Nest da hoch. Irgendwie so, dass man da... Ah ja, so, okay, so komme ich rauf. Also hier oben ist dann noch ein Spot. Das ist dann bei den Koordinaten 29, 55. Dann haben wir jetzt noch drei Spots. Oh nein, jetzt... Oh, bitte, bitte lass mich jetzt nicht getrappt sein hier. Oh no. Oh no. Muss ich die mal schnell wegräumen? So, da la. Jetzt hoffe ich, dass ich da wieder rauskomme. Ach nein, ich hasse es. Das ist so dumm, ne, wenn du... Nee, kein Pfad verfügbar. Ich glaube, da werde ich mir jetzt schwer tun. So, jetzt bin ich überlegen, was ich da noch machen kann. Eventuell, wenn ich auf was Großes aufmounte. Manchmal hilft das was. Nee, das scheint anscheinend auch nichts zu helfen. Vielleicht die Dunkelmondwippe. So, gucken wir mal, ob wir mit der Wippe rauskommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das muss natürlich auch genau wieder dann passieren, wenn ich einen Guide aufnehme. Hat das jetzt mit der Dunkelmondwippe geklappt? So, dann steigen wir aus. Oh boy, nein, es hat nicht geklappt. Ich wurde wieder rausgekickt. Ah, nice, wir sind rausgekommen. Okay, wir haben uns entbuggt, Leute. Sorry für den kleinen Zwischenstopp. Okay, dann wollen wir hier weiter und zwar da hinten hin. Das ist ein Spot, wo wir relativ nah an der Klippe entlang müssen. Und zwar ist da hinten eine Höhle und hier müssen wir so ganz lang laufen. Das werden wir uns jetzt gleich mal ein bisschen genauer angucken. Also hier einmal hoch. Das ist übrigens bei den Koordinaten 42, 60. Aber wie gesagt, Shadowlands Handy Notes runterladen, dann habt ihr die auch einfach an sich schon mal mit dabei. Genau, also das ist einfach hier unten runter und dann steht sie hier an der Ecke dran. Ne? Also muss man ein bisschen aufpassen, wenn man runterfliegt. Da stirbt er tatsächlich. Aber was ihr nicht verliert, ist im Cortia tatsächlich die das Stygia, ne? Obwohl das vom Phasing her mit dem Flund zusammenhängt. Ich habe da mal ein bisschen geguckt, wenn ihr hier Server hoppen wollt, dann ist es tatsächlich so, dass ihr auch mit Schlundgruppen Server hoppen könnt. Auch wenn die alle Leute quasi im Schlund sind, das zählt irgendwie als eine Zone, aber das Stygia verliert ihr irgendwie trotzdem nicht. Ist ein bisschen weird, dass das eine klappt, das andere nicht. Aber gut für uns, ne? So oft wie ich hier schon abgestürzt bin, ja, wäre ein bisschen nervig. Da müsst ihr jedes Mal den Körper wieder aufklauben, das Stygia mitnehmen. Naja,
Gut, dann sind wir jetzt am vorletzten Spot. Und zwar hier oben an der Klippe ist das. Und zwar hier hinten müsste das sein. Da habe ich sie bis jetzt zwar auch noch nicht gefunden. 62, 49. Und dann haben wir hier noch ein... Oh, den Spot kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube, der ist neu. Kann vielleicht... Also den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ah, nein, der gehört, glaube ich, zu der Kiste, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Nee, tatsächlich, der gehört auch hier dazu. Heu. Den habe ich tatsächlich... Ach, und ich habe den hier in der Mitte vergessen, ne? Weil jetzt die ganzen Kisten auch wieder angezeigt werden. Okay, nichtsdestotrotz, dann laufen wir die beiden auch noch ab. Habe ich Mist erzählt. Den hier oben habe ich schon mal gehabt, tatsächlich. Und zwar... achso, das müssen wir jetzt wieder einblenden. Dass ich es hier vernünftig sehe. Haben wir dann hier hinten noch einen Spot. Also hier oben steht sie dann quasi auf den Koordinaten 61, 40. Und dann haben wir quasi in der Mitte noch einen Spot, beziehungsweise hier auf der Insel. Den in der Mitte, da hatte ich sie auch schon mal stehen. Hier, die ist auf der Insel. Ich weiß nicht, ob der schon von Anfang an mit im Handy-Notes drin ist. Ehrlich gesagt, ist mir der tatsächlich neu. Es könnte sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen Tag die da verpasst habe. Vielleicht hat es gar nicht gebackt. Zumindest könnte das tatsächlich sein. Weil den kenne ich nicht. Ne? Auf der Insel habe ich eigentlich nie gesucht. Aber da können wir jetzt dann auch gleich nochmal gucken. Ich zeige euch mal, wie man da hinkommt. Da braucht man nämlich einen Goblin-Gleiter und muss ein bisschen gucken. Beziehungsweise, ja. Hier oben, genau, da habe ich sie auch schon mal gefunden. Da war sie hier zwischendrin gestanden. Das ist auf den Koordinaten 49, 41. Und dann gucken wir jetzt das letzte Ding noch an. Auf dieser Insel. Da gibt es übrigens auch eine Kiste, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Gibt es ein lustiges, kleines Toy. Und zwar kann man sich mit diesem kleinen Toy so Flügel an sein Haustier mit ranbasteln für eine gewisse Zeit. Sieht ganz lustig aus, ne? Vor allem bei manchen Haustieren gibt es da ganz nette Kombinationen dann mit den Flügeln. Und ja, ist nett gemacht auf jeden Fall. So, und dafür müssen wir nämlich hier im Lager an den höchsten Punkt drauf. Und dann vom höchsten Punkt mit dem Goblin-Gleiter rüber. Und ich glaube, es gab da irgendwie einen Teil drüben, wo man wieder zurückgekommen ist. Meine ich zumindest. Also man muss dann nicht zwangsläufig sterben. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch die Kette hier benutzen. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Nee, das war nicht von hier, sondern ich meine, von hier aus ist man rübergekommen. Also hier hoch. Dann am besten springen und den Goblin-Gleiter ziehen. Und dann kommt man eigentlich relativ easy hin, ne? Also ihr seht, gar kein Stress. Hier kann sie dann auch sein. Anscheinend steht sie dann hier auf den Koordinaten 67, 29. Und hier seht ihr, da haben wir jetzt so einen Wind, der uns quasi wieder rüberbringt. Also müssen quasi nicht einmal ableben, um hier wieder zurückzukommen. Und ja, das waren jetzt alle Spots, sind doch einige. Könnt ihr jeden Tag einmal ablaufen, schauen, ob sie da ist, beziehungsweise hier im Tool in der Gruppe suchen, beziehungsweise im Zonen-Chat wird da eigentlich auch regelmäßig nachgefragt, wo sie ist und dann einfach schauen, wo jemand das pinkt, dann müsst ihr nicht selber suchen. So, jetzt seht ihr, hier steht sie einmal und jetzt können wir mit Vince Glocke einmal quatschen und ihr seht, wir haben eine Quest, das gibt uns das Mount, quatschen wir an, geben die Quest ab. Ah, okay, es hat übelst geleckt gerade. Ich wollte gerade sagen, hier läuft gerade alles prima in dem kleinen Guide-Video. Und ja, jetzt haben wir einmal Zügel der Wanderin und das können wir lernen. Und dadurch haben wir dann unser Mount einmal. Und ich würde sagen, da tun wir jetzt einmal auf Mountainwanderin. Da haben wir sie. Tada, da ist das schicke Mount. Hat was, ne? Also von den Einhaut-Mount gibt es mittlerweile schon viele, ich weiß. Die Farbe ist aber ganz nett, muss ich sagen. Also das hat was. Hat was. Also dieses ganze Weiße, das ist zwar auch nicht schlecht, aber hier so der Farbton gefällt mir sehr gut. Mount-Special, ne? Kennen wir ja von diesen Einhaut-Mounts. Ist eigentlich ein cooles Mount-Special. Cooler als die normalen Pferde. Und ja, damit sind wir eigentlich am Ende von dem kleinen Video. Ich habe jetzt übrigens 2 Wochen gebraucht und habe jeden Tag gesucht. Also auf sowas könnt ihr euch wahrscheinlich auch einstellen. Also ihr macht das nicht 6 Tage und habt dann am 6. Tag euer Mount, sondern
wie gesagt, die läuft halt nicht jeden Tag weg. Stellt euch mal auf so 2 Wochen ein. So lange hat es bei mir jetzt tatsächlich gedauert. Vielleicht wäre es kürzer gewesen. Ich habe irgendwie den Punkt da so ein bisschen ignoriert. I don't know. Blizzard hat ja auch gesagt, sie fixen da ja ein bisschen was. Also vielleicht geht es auch bei euch in der Woche oder ein bisschen über eine Woche. Okay, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.